Was willst du denn hier? Los jetzt, Made, oder ich schicke dich in die Schwefelgruben. Vielleicht suchst du aber auch wie so viele andere nach einer etwas brutaleren Aufgabe als dem Kundschaften. Du könntest Zuchtmeister Gutta. Wie heißt der? Gukto aus Dagasak behilflich sein. Er kocht die Mahlzeiten für die dortigen Truppen und braucht Hilfe bei der Beschaffung von Vorräten. Ich soll ihn für ihn Rekruten auf die Jagd nach Schneckenfleisch schicken. Das wird ja mal leckerer. Du hast mich schon richtig verstanden, Made. Du wirst Schnecken jagen, um an ihr Fleisch zu kommen. Sobald du eine anständige Menge zusammen hast, begib dich nach Dagasak, weit im Süden in den Gram-Terrassen, und gib das Fleisch Zuchtmeister Guktror. Oder du kommst hierher zurück und ich werde mich darum kümmern. Ja, das können wir doch auch direkt mal mitnehmen. So. Haben wir irgendwie eine Karte oder so? Ja, PC. Ich überfordere euch das. So, jetzt muss ich mich gerade... Hä? Ich glaube, diese komischen Augen sind das Äquivalent zum Ring. Oder nee, da ist auch ein Ring, oder? Bilde ich mir das ein. Ach, Mann. Nee, da sind auch Ringe. Ich hätte gern mal irgendwie sowas wie eine... Wie eine Legende. So eine Kartenlegende. Isenbinge. Sorry, Leute, das muss gerade mal sein. Glanvreik. Da ist ein Steinmeister. Der uns aber nicht interessiert. Holzfällerlager Grimwald. Wir sind da oben. Lurgatsack. Da werden wir die Schnecken jagen. Wo ist der Weißquellfluss? Der Weißquellfluss ist da. Das heißt, ich würde mal vorschlagen, wir gehen erstmal hier ein paar Schneckchen jagen und dann reisen wir mal da runter zum Weißquellfluss. So. Jetzt aber. Und dann werde ich direkt mal ausprobieren, wie der hier zu kämpfen ist. Habe ich das auf den Ohren oder ist der Ton weg? Ne, ich glaube, der ist noch da. Ist gerade nur leise. So. Ist gerade mal. Ja, ist er noch da. Ich musste gerade mal ein bisschen an meinem Headset rumregeln. So, sind wir eigentlich schon da? Ja. Ach, da sind auch schon die Schnecken. Oh. Offenes Angreifen. Ich habe einen offenen Angriff. Ja, ja, ich bringe es um. So. Dann werden wir doch direkt mal unsere Skills ausprobieren. So. Muss gerade mal gucken. Ach, ich muss mal. So. Bisschen ausprobieren, weil ich hier... Yeah. Stirb! Stirb! So, ein bisschen Kino-Feeling. So, das. Probieren. Ich finde, wir schlagen uns ganz gut. Warten auf Plündern. Euch steht die. Ja, das kennen wir schon. Was ist denn das? Das ist ausgelaufen. Ist ja widerlich. Ach, wir haben direkt zwei bekommen. Ja, praktisch. Da müssen wir ja gar nicht so viele umbringen. Wo ist denn die nächste da? Oh. Ich glaube, er war gerade ein bisschen eingeschleimt. So. Was haben wir? Scharfe Reißzähne. Pram. Rapram. Was war das? Streithammer. Rapram. Hauptsache, es tut weh. Rapram. Egal was. Hauptsache, es tut weh. Komm schon, hau drauf. Reikrak, hau drauf. Immer und immer mitten in die Fresse. Oh, das findet er auch gerade nicht lustig. Er ist ein bisschen fest. Ach, ein Mund. Ah, nur eins ist das drauf. Und rauf mit dir. Schon. Also ich finde das ja... Also vom Handling etc. ist das ja genauso wie die freien Völker. Finde ich eigentlich ganz cool. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Hier mit einem Wolf. Okay, es ist ein Wag. Sorry, es ist ein Wag. Mit einem Wag zu kämpfen. Auch wenn ich diese Schnecken gerade so ein bisschen widerlich finde. Aber ich finde das auch... so, ich werde mal weiter. Ich finde das auch vom Menü etc. sehr schön gestaltet. Dass sich alles so ein bisschen abhebt. Dass die ganze Gestaltung der Welt so ein bisschen düsterer ist. Wie man sich halt von den... Dienern Saurons, beziehungsweise Isengards etc. vorstellt. Also da finde ich, passt das alles. Diese ganze Symbolleiste etc.
finde ich super schön gestaltet. Also es ist schon, muss ich sagen, sehr, sehr cool gemacht. Ein großes Lob an die Hersteller, Entwickler, was auch immer. Und wie gesagt, ich finde es auch sehr cool, dass es jetzt auch den Free-to-Play-Spielern frei ist, auch hier rumzulaufen. Ich muss ja sagen, dass ich allein, um mit dem Wag zu spielen, damals überlegt habe, willst du nicht mal dafür, allein dafür mal so einen Monat VIP-Mitgliedschaft machen, nur um diesen Wag auszuprobieren. Und habe es mich dann aber dennoch für einen VIP-Status entschieden, weil ich irgendwann an dem Punkt war, dass ich nicht mehr so weiterkam, wie ich es gerne hätte. Oh ne, jetzt zwei auf einmal muss ich jetzt nicht haben. Weil, einmal einsammeln. Was ist eine Rittermark. Ich kam einfach nicht so weiter, wie ich es gerne hätte. Beziehungsweise ich kam nicht mehr so schnell weiter, wie ich gerne hätte. Man kann ja sehr lange Free-to-Play spielen. Ich glaube, bis Level... Oh Gott, habe ich vergessen. Aber irgendwann sind halt die spielbaren Aufgaben so ziemlich alt. Man hat halt die epischen Aufgaben. Die hat man. Aber viele der anderen Aufgaben, vor allem zum Leveln, sind einem nicht erhalten. Die kann man halt nicht spielen. Und dann hat man dann wirklich nur noch diese ganzen... Töte mal so und so viel. Also die ganzen Jagdaufträge. Und die werden halt auf Dauer einfach öde. Deswegen, also das... Ich muss auch sagen, für Herr der Ringe Online bin ich auch gerne bereit zu zahlen, weil es ein Spiel ist, bei dem unwahrscheinlich viel Arbeit reingesteckt wird. Also allein in den Jahren, die ich das jetzt spiele, wurde das so verbessert. Da kann ich nur Loblieder drauf singen. Auf die wunderschön gestaltete Welt, auf die Besserung, alles einfach nur herrlich. Ach, und jetzt habe ich so viel gequatscht, dass wir auch schon die 10 Stücke gefunden haben. Deswegen werden wir jetzt uns ein bisschen auf die Reise begeben. Jetzt möchte ich aber bewegt führe mich zum weißen Fluss. Zum Weißquellfluss. Nee, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so ein typischer MMORPG-Spieler. Ist eigentlich so gar nicht so meine Welt. Ich spiele sehr, sehr gerne Rollenspiele und Adventures. Brauche aber eigentlich immer eine große, tolle Story mit tollen Charakteren. Am besten halt keine, die man selbst erstellt, sondern wirklich festgelegte Charaktere, die man dann durch eine Geschichte begleitet. Mit wirklich Charakterentwicklung etc. pp. Und eigentlich bin ich gar nicht so der Spieler, der wirklich sich gerne selbst Charaktere erstellt und dann mit denen... Ja, die hochlevelt etc. und dann mit Eigenschaften etc. Kennt man ja, ist ja dieses typische Rollenspiel-Image, die typischen Rollenspiel-Eigenschaften. Aber ich muss sagen, ich habe Herr der Ringe Online angefangen, weil ich bin ein ziemlicher Tolkien-Fan. War ich schon immer, ich habe in der Grundschule mit dem Hobbit angefangen, ich habe dann versucht, den Herr der Ringe zu lesen, in der alten Übersetzung, bin daran so ein bisschen gescheitert, habe es Jahre danach wieder gelesen, habe es dann geschafft und seitdem lese ich den Herr der Ringe, den Hobbit und Silmarillion immer mal wieder, habe vor, ich glaube, einer Woche erst wieder den Hobbit beendet, ich weiß nicht wie viertes Mal. Kurzum, ich bin unheimlich lange schon im Herr der Ringe-Modus. Ich schreibe ja auch selbst und habe auch angefangen mit dem Schreiben eben durch Herr der Ringe-Fanfictions. Muss ich ja dazu sagen. Achtung, hier glitzert was. Was ist das? Kopf eines versteinerten Trolls. Ja, wunderschön. Der Kopf eines Kaldam-Trolls, der von der Sonne überrascht würde. Den werden wir direkt mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, glaube ich, der Grund, weshalb ich... hey, du glitzerst ja immer noch. Egal. Weshalb ich angefangen habe, Herr der Ringe Online zu spielen. Weil ich dachte, geil, da kannst du Mittelerde bereisen. Das Spiel an sich war mir noch fast egal. Und dann habe ich wirklich die erste Zeit damit nur verbracht. Ich habe natürlich darauf hingearbeitet, dass ich endlich ein Pferd hatte. Aber als ich dann ein Pferd hatte, habe ich die meiste Zeit eigentlich damit verbracht, dass ich da durch die Gegend geritten bin. Immer schön auf der Flucht vor bösen Bambis und ich weiß nicht was, was mich alles umbringen wollte. Ja, aber bin dann erst wirklich hingegangen und habe angefangen zu spielen. Und dann, darüber bin ich dann wirklich
richtig ans Gameplay gekommen. Es hat mir irgendwann wirklich Spaß gemacht. Also wirklich richtig Spaß gemacht. Ja. Und, jetzt einmal kurz gucken, wo wir hier... Sind wir eigentlich schon da? Aber wir sind völlig an einer anderen Stelle. Okay. Ein bisschen... Wir müssen noch ein bisschen weiterlaufen. Ich frage mich gerade, was das hier für eine Festung ist. Nee, keine Ahnung. Gucken wir mal. Das scheint aber eine Festung von unseren Schatzelis zu sein. Also brauchen wir da keine Angst zu haben. Wir werden aber trotzdem mal dem Weg folgen. So. Einen Moment, ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Na, wie lecker, meine Cola ist ganz warm geworden von meinem PC. Nee. Die Gramm-Terrassen, da wollten wir doch eh hin. Ja, wie gesagt, und ich fand es einfach nur so toll, auch in Hinsicht darauf, dass ich ja wirklich sehr, sehr viel die Herr-der-Ringe-Bücher gelesen habe und die den Hobbit, insgesamt die ganzen Bücher, die in Mittelerde spielen. Und dabei auch immer wieder merke, wie detailliert und wie nah am den Originalen die Entwickler das eigentlich hier gemacht haben. Also, wenn ich jetzt den Hobbit lese und der Herr der Ringe, ich wollte gerade schon sagen, Herr der Ringe online lese. Nee, wenn ich Herr der Ringe oder den Hobbit lese, oder. Und dann durch die Gebiete im Kopf streife, habe ich auch immer wieder Bilder von Herr der Ringe online im Kopf. Weil es eben so detailliert ist, dass man es wirklich, ja, dass man wirklich in Mittelerde drin ist. Und so, jetzt höre ich aber auch auf mit diesem Lobgesang. Da kriegen sicher die meisten jetzt schon wieder die Krätze.